select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Achtelfinale Michael, 8-0, kann man eigentlich hochzufrieden sein mit dem Ergebnis und mit der Art und Weise, wie auch ihr euch heute präsentiert habt? Na klar, wichtig war die Art und Weise, wie die Mannschaft das Spiel angegangen ist. Sie hat von Anfang an und über die 90 Minuten gezeigt, dass hier nichts anbrennt, dass keinen Zweifel dran lässt, wer hier die Runde weiterkommt. Und wenn es dann vom Ergebnis her noch so klar ist wie heute, ist natürlich umso besser. Ist für uns Trainer gut, man muss sich nicht groß irgendwie aufregen. Aber das haben die Jungs richtig gut gemacht. Sie haben Tore machen wollen, sie haben das Spiel bestimmt, sie wollen Fußball spielen, sie haben Spaß dran gehabt und haben, wie gesagt, dem Gegner, der jetzt zwei Verbandsligisten ausgeschaltet hat, so gut wie keine Torschuss zugelassen und hat ihrerseits doch der eine oder andere schöne Tor geschossen. Kann man an diesem Spiel jetzt sehen, in was für einem Zustand die Mannschaft ist? Ja gut, man sieht, dass die Mannschaft Spielfreude hat. Das ist mal das Wichtigste, dass der eine für den anderen läuft, dass sie versuchen, miteinander Fußball zu spielen. Und in Stuttgart haben sie auch miteinander richtig kämpfen müssen, haben sie sich in die Standardsituationen vom Gegner reingeworfen. Also die Mannschaft funktioniert, das ist überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, und das, was sie heute gezeigt haben, das zeigt eigentlich die ganze Vorbereitung. Sie haben, sage ich mal, unter schweren Bedingungen, sage ich mal, hohe Temperaturen, teilweise bei den Pokalspielen, auch die Plätze waren nicht dementsprechend, der Gegner sehr tief gestanden, haben sie sich überall souverän, wenn es auch bei manchem das Ergebnis mit 2-1 nicht gezeigt hat, aber trotzdem sehr souverän durchgesetzt. Und heute haben sie genau da weitergemacht in den Pokalspielen, wo sie aufgehört haben. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein gutes Los bekommen. Was den Pokal angeht, kann man ja zufrieden sein natürlich. Wie sieht es aus? Oberliga, der Start geglückt? Ja gut, das vom geglückten Start kann man jetzt noch nicht reden. Wir haben erst ein Spiel gehabt beim natürlich haushohe Favoriten in der Liga, haben da einen Punkt geholt, haben sogar zu Null gespielt. Das werden nicht viele schaffen gegen die Kickers. Das hat sich die Mannschaft auch sehr hart erarbeitet. Und von daher können wir aber jetzt vom Start, brauchen wir noch gar nicht reden. Vom gelungenen Start können wir reden, wenn 7, 8, 9 Spiele rum sind, dann können wir darüber reden. Im Moment haben wir nur einen Punkt. Was meinen Sie oder was meinst du, was kann man von dieser Mannschaft dann diese Saison erwarten oder erhoffen? Ja, die Mannschaft zeigt ja schon über die letzten 6, 7, 8 Jahre in der Oberliga immer in der Spitzengruppe, teilweise aufgestiegen. Ne? Zweimal darf man ja nicht vergessen, dann im DFB-Pokal des Öfteren sehr oft im Pokalendspiel gestanden. Also die Mannschaft hat immer das Potenzial, in der Oberliga unter die ersten zwei zu kommen, um zumindest als Zweiter Relegationsspiel für die Regionalliga zu machen. Und ganz klar, wenn wir irgendwo mitmachen, wollen wir Erster werden und wir wollen in der Oberliga Erster werden. Wir wollen am liebsten natürlich auch Pokalsieger werden. Ob das gelingt, ist was anderes, aber der Anspruch muss es sein. Michael, danke vielmals für das Interview und ich wünsche dir viel Erfolg. Alles klar, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.